Geht schon. Servus YouTube und Freunde der virtuellen Landwirtschaft. Das Wolfsrudel meldet sich zurück zu einem Landwirtschaftssimulator. Ich bin seit langem auch mal wieder dabei. Natürlich wie immer ist der Mare dabei. Ja, servus, hallo. Nach langer Zeit ja wieder mal zu zweit ein Landwirtschaftssimulator auf unserer altbekannten Map, Made in Germany Map Celle. Ja, wir fangen zwar nochmal von vorne an mit ja, neuen Fahrzeugen, einem Fuhrpark und so weiter. Und wir legen gleich mal los, ohne hier viel Zeit verstreichen zu lassen, ohne dass wir was zerreißen. Jetzt müssen wir gleich mal einen Tagesplan erstellen. Was würdest du vorschlagen, was wir als erstes machen, Flo? Ja, Gras mähen wie immer. Oder? Für die Tiere nicht. Dann werden wir die was zum Beißen haben, oder? schon. Na gut. Wie kann man Warnblinker eigentlich ausschalten? Was? Warnblinker? Ja, Nummer 2. der ist bei mir drinnen. Nummer 2. Okay, danke. Ja, scheiße, das war wieder unrealistisch. Genau. Hänge ich hier mal an. Lass mich nochmal kurz überlegen. Was brauchen wir? Wir brauchen Gras, Heu und Stroh. Stroh können wir jetzt erstmal vergessen. Ja, dann hänge ich auf jeden Fall hier an. Eigentlich würde es zwar mit dem MB-Truck auch gehen, ne? Machen wir das mit dem MB-Truck. Wir haben ja nur 4 Traktoren. Das wollte ich, ja, das kann ich auch noch schnell sagen. Wir haben ja hier so einen mittleren Fuhrpark mit 4, ja, Mittelklasse-Traktoren. Würde ich mal sagen. MB-Truck, Fendt Favorit, Klaas Ariens 620 und John Deere 7530, also wirklich 4 Mittelklasse-Traktoren. Und ja, damit wir nicht gleich von Anfang an so viele Fahrzeuge haben. Denn Ziel ist es ja wie immer, hier alle Felder zu kaufen und ja, möglichst auch die größten Maschinen. Und das wird hier sicherlich lange dauern, weil wenn man schaut, wie viele Felder wir hier haben. Wir haben hier wie viel? Über 100 Felder. 100, Sowas, ja. 115 Felder, ja, das ist echt krank. Also, das ist meiner Meinung nach immer noch eine der besten und größten Maps, oder? Du kennst sie zwar Ja. noch nicht ganz so gut, aber Ja, ich kenne sie fast gar nicht. na super, schau, ja. Genial. Entschuldigung, ich Flo bin hat ein wieder bisschen ganz. krank hier. Ja. Wenn er nicht rausgeht, keine Genau. Vitamintabletten schluckt. So sieht's aus. Ja, dann häng du mal hier. Was hängst du denn an? Ja, hier. Zeta. Alpha, Auf. Beta, Zeta. Ich habe mir überlegt, ob wir gleich bayerische Erklärungen dazu machen. Das ist ja auf Hochdeutsch ein Zeta. Auf Bayerisch ist das ein Kreiselschwader. Ja. Kreisisch war der Oder Herst. Kreiselheiger, ja. Damit die Bayern unter uns da auch wieder mal auf ihre Kosten kommen. Wir sind ja selbst Ultra-Urbayern. Mehr geht Und nicht. Urbauen, ja genau, Niederbayern. Ja, Niederbayern, das ist. Nirgendwo ist unser Dialekt so dermaßen ausgeprägt wie in Niederbayern. In Schon. Oberbayern haben sie schon wieder so einige Sachen, die sie normal aussprechen. Und bei uns ist ja wirklich, also. Ja, da geht's richtig ab. So, jetzt mal kurz gucken, welche Felder oder wo sind denn Wiesen, die wir gleich mal mähen können. Wo bist denn du hin? Hier, guck doch auf die Karte. Hab ich nicht. Doch, hast du auch. Nee. Doch, bin ich mir ganz sicher. Ich Fahr renn ich jetzt mal. rein. Nee, Realismus bitte. Warte, lass uns mal hier rüber fahren. 13 wäre ein Feld. Jetzt lass uns mal hier lang fahren. Und ich schau, wo ein Feld ist. Ein Feld, was laber ich denn? Eine Wiese. Hatten wir nicht damals? Ich weiß es noch. Weißt du es noch damals? Lass uns mal hier, da kann man nicht langfahren, hier kann man höchstens wenden. Was soll ich wissen? Umdrehen. Wir sind falsch gefahren. Alter. Ich fahre jetzt nochmal schneller, damit man halt mehr Bereiche sieht. Welche Felder gehören denn uns und wo sind große Wiesen? Das wäre dann mal wichtig. Soweit ich weiß, Nummer 23 da hinten oder eine Feld Nummer 70, weiß ich da was? Was? Das ist aber weit weg, das ist weit zum Fahren, nee. Da habe ich jetzt gar keinen Bock zu. Nee, dann lass uns auch zu 24 und Feld 23 fahren. Man möchte es gar nicht glauben. Der Landwirtschaftssimulator ist ja dermaßen irgendwie
schlecht und performance-lastig programmiert. Mal schaut, ich bekomme 2 GTX 670 beim Aufnehmen gerade mal 22 FPS. Gerade noch akzeptabel, unter 20 kannst du es vergessen. Ja, das ist hier echt schon grenzwertig, obwohl ich auch die Kantenglättung auf 4 habe. Also das Spiel ist echt krank, das ist Wahnsinn. Obwohl die Grafiker... Brutaler wie Scheiße ist Battlefield 4. Ja, sowieso. Battlefield 3 bekomme ich beim Aufnehmen 80 FPS, viel mal mehr. Hier sind wir, glaube ich, abgebogen, oder? Nee, nochmal nach vorne. Folgst du mir überhaupt? Sicher. Gut. Ah ja, du weißt eh, hier gibt's ja wieder 4 Fruchtsorten, ne? Ja. Hafer, Hanf. Ja, klar. Hafer, Hanf, was haben wir noch? Ja, hier Kartoffeln, glaube ich, und, keine Ahnung, Karotten? Nee, irgendwie sowas. Ja, hier hinten bei Feld Nummer... Jetzt sind wir doch weitergefahren, verdammt! Ah, ich könnte wieder ausrasten hier. Ja, wir können aber da eh abbiegen. Flo, fahr du jetzt gleich rechts. Okay. Bei der nächsten Kreuzung. Mach ich, Chef. Ja, dann kommen wir da wieder hin. Aber Feld 20 gehört, glaube ich, gar nicht uns, aber es ist mir egal. Guck mal, wer schneller ist. Ich. Oh, ich bin zu todeskrank. Hier sind überall Bäume. Mit denen an sich kann man halbwegs fahren. Die ist ja auch ganz gut, sieht da innen ganz gut aus, der MB-Truck. Ich habe ein bisschen Raucherhusten hier. Tja, darfst nicht so viel rauchen. Vom Blütenpollen rauchen. Mhm. Da haben wir gestern schon drüber gesprochen. Das war ja auch das Feld, das wir damals gemacht haben. Weißt du noch, bei den anderen Parts da hier? Bei den Micmap-Zelle-Parts, wo wir da mal aufgenommen haben. Und jetzt, warte. Hoffentlich ist das Gras schon hoch genug. Oha. Das sieht nicht so gut aus. Egal. Gut. Alter, was habe ich jetzt gemacht? Wenn man F4 drückt. Alter! Was denn? Drück mal F4. Ja, und dann? Passiert bitte nichts. Nee, nichts passiert. Alter! Nicht. Die ganze Welt! Hammer! Geil. Sieht ja richtig krank aus. Ja. Nee, egal. Wie schaut man das Licht nochmal ein? F. Wir haben es 18 Uhr, gut. Ist ja schon halb Mittag, ne? W machen wir anschalten. Hier hinten auch wieder X, V, B. Arbeitslicht hinten. 6. Ich mach den Scheiß mal aus hier. Machen wir mal hier das wieder an. Yo. Keine Veränderung irgendwie. Ja, so geht das. Wunderbar. Und jetzt soll ich da gleich mit dem Kreisel. Im Kreisel durch. Ja, bitte. Bitte? Ja, das wäre super. Das war super erst. Dann können Sie bitte Hochdeutsch sprechen, ich verstehe Sie nicht. Na, brauche ich nicht. Gut. Wenn es jetzt hier noch einen schönen Helfer gäbe, könnte ich mal 4 Sachen parallel machen. Das muss ich mir auch mal angewöhnen. Nicht immer 5 Sachen parallel zu machen, sondern auch mal wirklich das durchziehen. Aber gut, mähen ist halt, das haben wir schon so oft gemacht in unseren Let's Plays, da 5-6 Parts, wo wir nur mähen. Das weiß ich noch von der Two Rivers Map. Weißt du das auch noch? Sicher. Wir müssen mal mehr was anderes machen, aber erstmal brauchen die Viecher halt einmal was zu fressen. Eine Frage, wie kann ich nochmal die Fragen. Sicht ändern? Die Sicht ändern. V? Ja, das weiß ich auch. Ja, geht nicht. Leg. Leg! C! C! Das war ein Witz mit V. Nee, eigentlich war es ernst gemeint dabei. Gut. Mit V kannst du heben und so weiter. Mit B schaltest du an, weißt du ja, ne? Nee. Das Dumme ist ein bisschen halt, ich habe ja hier einen GPS-Mod, den werde ich aber erst das nächste Mal verwenden, weil da muss ich mich noch ein bisschen einstudieren. Den hast du ja auch drin, ne? Ja. Da kannst du jetzt quasi die Arbeitsbreite einstellen von Mähwerk oder vom Zeta und der zeigt dir dann so grüne Linien an und da kannst du den Traktor so positionieren, dass er in dieser Linie fährt. Das heißt, du musst eigentlich gar nichts machen, außer den Tempomat auf Stufe 2 zu stellen, dann fährt er exakt geradeaus. Ne? Ist halt schon eine gute Sache, ja. Und kannst eben die Arbeitsbreite einstellen. Du kannst es aber auch so machen, dass du den manuell lässt, ne?
Also, warte, wie erkläre ich dir das? Dass du quasi im manuellen Modus fährst du ja geradeaus und dann, ohne dass du auf der Spur, du musst halt selbstständig lenken, ne? Aber, ja. es zeigt dir die Linien halt an, dass du weißt, wo du gerade fahren musst. Du bist halt nicht wie in der Spur und musst nicht lenken, nur die Geschwindigkeit, also zum Beispiel Tempomatstufe 2 haben, musst also gar nichts machen, sondern du musst halt schon lenken, aber die wird halt die Linie angezeigt, wie du fahren musst. Das ist halt quasi dann so auch eine Hilfe und ist nicht schlecht, der Mod, aber ich habe ihn noch nicht so intensiv benutzt. Intensiv? Ja, bei 18 FPS, das ist einfach nicht der Wahnsinn, das Spiel. Ich finde schön, dass ich nicht mehr aufnehmen muss, dass ich die Videos nicht mehr hochladen muss. Dass du die Server nicht mehr hosten musst, ne? Gar nichts mehr. Kann jetzt alles ich mit meiner 100.000er machen. Genau. Kann es sein, dass du ein bisschen zu breit für mich bist? Danke. Danke. Wahnsinn, wie er da wieder reinrammt. Das verstehe ich echt nicht. Bei 17 FPS, das Spiel ist total krank. Ich hoffe, bei euch sieht es noch halbwegs flüssig aus. Schreibt es in die Kommentare. Leck! Ja, ich weiß echt nicht, ich habe ja sogar die FPS-Limits entsperrt, also dass er nicht limitiert auf 60 FPS, sondern auf 100 oder was weiß ich, also dass er halt so viel FPS raus hat, wie es geht. Jetzt bekomme ich hier wirklich permanent hier 70 FPS, das ist schon krank, ja. Crank. Alter, ich muss jetzt voll den Umweg in die Arbeit fahren, gell? Warum das? Weil die B388 gesperrt ist. Ach so, warum denn? Ja, die wird saniert, steht in der Zeitung. Saniert, ach so? Ja, also, du das weißt ja von der Pockinger Abfahrt auf die 388 Richtung Kapfarm halt. Ja. Ja, ab da bis Kreuz und Kühnam wird neu geteert. Ach so, haben sie das jetzt auch mal begriffen? Ja, aber das dauert jetzt bis 17.04. meine ich. Ja, scheiße, ne? Wie musst du jetzt hinfahren? Ja, Richtung, wenn ich jetzt zum Andi fahren würde, die ganze geradeaus, auch noch weiter durch Kühnum kann ich auch nicht durch. Ach so, auch nicht? Nee, ich muss dann noch weiter fahren, da Richtung Rottermünster. Und dann, dann links abbiegen nach Münster, sondern nach rechts Griesbach. Ach so, ja, da, ja, ja, ich weiß schon, was du meinst, klar. Ja, ich war jetzt 20 Minuten statt sonst 10. Sauber. Geil, oder? Ja, zopp, dann kommst du auch bei mir im Hof vorbei, oder? Nee. Nicht? Nee. Warum liegt's denn bei mir immer so? Weil du ein gutes Internet hast. weißt du, was ich komisch... Jetzt gibst du mir jetzt alles zurück, dass ich... Lass dich mal ausreden hier! Bitte. Was schreist du so? Ich lass dich ganz sicher nicht ausreden. Jetzt komm schon. Nee, und zwar... Nee, ich lass dich nicht ausreden. Danke. Wenn ich jetzt hier durchfahre... Nee. Nimmt er das Gras nicht mit, weißt du, was ich meine? Er mäht's nicht. Also, wenn ich jetzt lang fahre, müsste er alles, was auf dem Weg ist, mähen, ja? Er mäht sogar alles. Nee, das war dann irgendwie so ein Fehler, keine Ahnung. Kannst du mir mal ein bisschen Zeit lassen? Bist nämlich zu schnell, das ist eine zu große Arbeitsbreite für mich. Ja, hilft nicht. Doch. Dusch! Das war optimal. Warum fährst du so langsam? Wir haben Zeit. Ich fahr mit 25 km/h, das reicht doch. Ja, und nicht vor 14. Was? Ja, also, warum bin ich dann schneller als du? Ja, weil du eine größere Arbeitsbreite hast. Nee, habe ich nicht. Klar! Ich sehe doch, wenn du daher fährst. Ich habe vielleicht, keine Ahnung, wie viel Meter. 6? Nee, 9. Oder 10. 9. 10, ich weiß es nicht. Irgendwo dazwischen. Und du hast vielleicht ja, ein, zwei Meter mehr. Bitte wundert euch nicht, falls wir hier nicht authentisch genug sind, dass ich jedes Mal das Mähwerk hebe, wenn ich ankehre. Nee, ist mir zu dumm. Vor allem, ich bin ja eh auf der Wiese, ich drehe mich ja nur, da kann ich das Mähwerk gleich unten lassen. Das macht man nur beim Ackern oder beim Grubbern oder so. Da ergibt es auch Sinn. Aber in Amerika, bei den großen Feldern, da denkst du, dass die da ankehren? Nee. Ja, die drehen sich einfach wusch und machen eine Kurve und dann... Ja, guck mal her, wie breit du bist. Jetzt bleib doch mal bitte stehen. Lass mich mal zwei Bahnen machen. Danke? Nee. Derweil kannst du... Warte, ich habe einen wichtigen Auftrag für dich, Flo. Nee, ich warte jetzt, mache... Ich habe jetzt Mittag. Um 18.45 Uhr ist auch reichlich Zeit geworden. 18.46 schon. Aber das sieht aber schon schön aus hier, ne? Mit dem
Ja, die Map ist schon super gestaltet.